Wenn ich bösartig wäre und mehr Kontrolle und Macht über die Menschen ausüben wollen würde, dann würde ich auch bei den Männern anfangen. Eine Gesellschaft voller geheilter, gesunder, starker Männer ist unbesiegbar und dient als Schutzschild für die Frauen und Kinder. Natürlich werde ich dieses als erstes angreifen. Ich würde mit meinen Agenten dafür sorgen, dass der Mann sich immer weniger Mann fühlt, weil ich ihn damit seiner Kraft beraube. Gleichzeitig habe ich dann mehr Zugang zur Frau und fange an, sie ihrer Weiblichkeit zu berauben. Rede ihr ein, sie braucht den Mann gar nicht, denn er ist ja nur Gefahr oder Belastung für uns. Verkaufe ihr das nette Bild, dass sie in ihrer männlichen Energie viel, viel besser dasteht als in ihrer weiblichen, weil das doch viel sicherer ist in einer Welt ohne geheilter, starker Männer. Und während sich beide Geschlechter in ihrer Disharmonie mit sich selbst beschäftigen und sich gegenseitig bekriegen, habe ich genug Zeit, mir die Kinder vorzunehmen, die nächste Generation, die ich jetzt besonders leicht knacken kann. In der asiatischen Kriegskunst heißt es, versetze dich in deinen Feind vollkommen und du wirst seine Motive verstehen, seine nächsten Schritte vorhersagen können. Wacht auf, wir brauchen Männer in ihrer Männlichkeit, wir brauchen Frauen in ihrer Weiblichkeit. Punkt.